So, da sind wir auch schon bei der nächsten Deadpool-Aufgabe. Und ihr seht schon am Skin, ich habe mir das komplette Set gekauft, aber allerdings nur die Skins. Also ich sag nochmal, habe ich zwar eben schon in einem Video gesagt, wo ich mir jetzt gekauft habe, kauft euch wirklich nur die Skins. Also die Rückenaccessoires, also beziehungsweise der eine Kleider und die drei Pickaxe, ganz ehrlich, ihr werdet sie wahrscheinlich nicht benutzen. Kauft euch wirklich nur die Skins im Item Shop. Ist wirklich die bessere Variante, weil hier 2.500 V-Bucks ausgeben, dann lieber hierfür 3.000 ausgeben. Hier steht zwar 4.500, aber ich habe nur 3 bezahlt. Die Skins lohnen sich definitiv mehr als am Ende die Werkzeuge. Und wer mich natürlich unterstützen will, gerne mit dem Creator-Code YT-FamilyHack. Aber wir kommen natürlich direkt zur Sache, nämlich ihr seid natürlich da wegen dem Deadpool. Und wie zu erwarten, wie es auch diesmal mal richtig geleakt wurde, der ganze Raum steht unter Wasser. So, wir gehen trotzdem an den Computer, weil unter Wasser kann man natürlich einen Computer benutzen. Ist ja vollkommen logisch. Können wir ja zu Hause auch. Finde Deadpool Shorts. Wo finden wir die ganze Sache? Nicht wie erwartet hier auf dem... Ach, wie nennt man das denn nochmal? Handtuchhalter? Gott, ey, Sprache. Sondern wir finden das Ganze... Wo ist es? Finden wir es beim Brutus? Nein. Beim Brutus ist es nicht. Dann gucken wir weiter. Finden wir es bei ihr? Nein. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal nicht lange rum. Richtig. Wir finden das Ganze hier. Da ist die Shorts versteckt. Zack, einmal draufklicken. Schon haben wir die Shorts gefunden. Aufgabe erledigt. Und wie gesagt, wenn ich dir damit schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen, wenn du Bock hast, bei Livestreams dabei zu sein, wo wir Skin-Verlosungen auch machen, allerdings nur für Mitglieder, was bedeutet, du musst Mitglied sein und in der Runde dabei sein, also nicht dabei sein, sondern im Livestream dabei sein, wenn ich eine Solo-Runde spiele und diese gewinne, dann verlose ich halt wie gesagt einen Skin. Ihr seht anhand der V-Bucks, ich habe da ein bisschen was aufgeladen. Allein, weil die V-Bucks haben nicht mehr so ganz gereicht für den Shop, also mussten da ein bisschen die V-Bucks wachsen. Wem habe ich das Ganze zu verdanken? Natürlich euch. Also der Gruß geht wirklich an jeden Einzelnen raus, der donated hat, der meinen Creator-Code eingetragen hat, weil dadurch lässt sich das Ganze natürlich finanzieren. Brauchen wir nicht lange rumreden, ich darf zwar nicht über Creator-Code-Einnahmen reden, aber es ist davon locker bezahlt. So. Erstmal danke an alle, die jetzt so lange dabei waren. Wir gehen jetzt noch ganz kurz rein. Ich will mir den Skin nochmal richtig im Gameplay-Modus angucken. Alle, die ihre Aufgabe jetzt schon gemacht haben, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren, Like dalassen, Creator-Code eintragen. Wenn ihr wollt, noch Mitglied werden, seid im Livestream dann dabei, wenn ich einen Solo-Sieg hole. Aber für alle Supporter natürlich, jetzt noch ein bisschen Gameplay. Ihr wisst ja, 10 Minuten Video, richtig, bisschen Werbung. Bisschen die Stars. Ihr könnt das Ganze verstehen. Ich habe es ja schon mal erklärt. Es ist ein Unterschied, ob man für ein Video 4 Cent oder 40 Cent pro 100 Klicks bekommt. Also jeder, der noch ein bisschen supporten will, bleibt noch ein bisschen dabei. Ich will mir den Skin jetzt erstmal angucken. Ein bisschen in der Solo-Runde. Mal gucken, was bei rumkommt. Und dann schauen wir mal. Und keine Panik. Es wird noch ein Livestream kommen. Auch wenn wir jetzt schon fast 9 Uhr haben. Keine Panik, ich mache noch hier die Deadpool-Aufgabe, dann mache ich noch die nächste Deadpool-Aufgabe, dann nehme ich einen anderen Skin mit Gameplay und dann werden wir definitiv noch einen kleinen Livestream starten und gucken einfach mal, was wir dann noch so Schönes machen. Oh, ich sag ja, ich habe mit dem Skin definitiv nichts verkehrt gemacht. So, wo landen wir denn? Gute Frage, nächste Frage, ne? Ich würde sagen, wir gehen an meinen typischen Spot runter. Gucken einfach, wer uns so erwartet. Aber die Pickaxe passt natürlich wunderbar zu dem Skin. Also die drei Skins. Im Prinzip haben wir jetzt für jeden Skin 1000 V-Bucks ausgegeben. Finde ich, ist vollkommen fair. Ist halt genauso wie mit den Deadpool Skins. Ich bin da immer noch im Überlegen, ob ich mir den Raven nicht doch in Rot holen soll oder eben nicht. Aber hier der Skin ist wirklich nice. Also, ach nein, nicht direkt ein Gegner. Ich bin nicht eingespielt und nix. Oh, und es laggt, es laggt, es laggt, es laggt. 8 FPS, was ist denn da los? Eieiei, wie soll ich denn da... LOL. Gott, was ist denn hier los? Wir gucken einfach, was passiert.
Oha. Gott, seht ihr diese FPS-Drops? Das ist doch nicht spielbar. Jetzt mal ganz im Ernst. Wie soll man denn da Fortnite spielen, wenn man was aufnimmt? Und wie gesagt, ich finde nicht den Fehler in den Einstellungen. Er denkt sich, er wäre jetzt der neue Pro. Wir versuchen das Ganze jetzt trotzdem nochmal, aber ihr seht ja, wie ekelhaft die Lags sind. Gott, ist das schlimm. Junge, Junge, Junge. Ich weiß nicht, ob es an Fortnite allgemein liegt oder halt an meiner Leitung. Aber wie gesagt, ich sehe hier in meinem OBS, womit ich die Videos aufnehme. Da ist kein Datenverlust. Die Codierung ist nicht überlastet. Ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Und das ist wirklich nicht gerade schön. Ich bin manchmal echt schon überlegen, ob ich nicht doch von der PlayStation aufnehmen soll, mir ein AUX-Kabel nehmen soll und damit die Videos aufnehmen soll quasi. Also damit der Ton nicht so verzögert ist. Weil das ist echt nicht schön. Und ihr habt es ja gerade gesehen. Das sind wirklich FPS-Drops. Und das Komische ist, in Livestreams haben wir die eben nicht. Und das ist halt das, was ich einfach absolut nicht verstehen kann. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Eieiei, ich ahne Böses. So, Domsi, und wenn du noch da bist, natürlich, boah, guckt euch das an. Das ist ja fast nicht spielbar. Also ohne Quatsch, Leute. Das hier ist nicht spielbar. 2 FPS. Sind die Surfer heute generell überlastet oder was ist da los? Also so schlimm hatten wir es ja wirklich nicht. Ja, 30er Ping, läuft auch. Und ich bin kein Video im Hochladen im Hintergrund. Also Gott, ey. Guck mal, 25 FPS, obwohl ich nur hier rumfliege. 46 FPS, 30 FPS. Also das ist schon ein bisschen belastend, ey. Da kraut es mir echt schon davor, einen Livestream anzumachen gleich. Boah, 7 FPS. 15 FPS. Eieieiei, was ist denn mit Fortnite los? Ein 78er Ping. Das ist schon ein bisschen heftig. Gut, jetzt ist ein 20er Ping. Aber trotzdem natürlich mit 18 FPS. Das ist echt zu belastend. Weil ihr seht es ja selber, das ist Ruckgeld ohne Ende. Ekelhaft zu spielen. 13er Ping. 14er Ping. 6. Was ist denn mit Fortnite los? Also das hier habe ich definitiv sonst nie so. Also das ist schon eklig. 25 FPS. Ich bin gerade so ein bisschen nebenbei auf die FPS am achten, aber ihr kennt ja selber meine Videos, also so schlimm haben wir es eigentlich nie. Dass wir mal FPS-Drops haben, wenn wir Gegner haben, ja. Aber doch nicht so. Das ist schon eine andere Hausnummer. Da kraut es mir echt davor, den Livestream-Clash anzumachen. Guck mal, wieder runtergetraut auf 10 FPS, obwohl hier nichts ist. Ich meine, wenn Gegner da sind, kann ich es ja verstehen irgendwo. Ich komme konstant nicht über 40 FPS. Klar, Spitze ist 62. Aber guck mal, konstant 30. Ah, jetzt. Eieiei, mir tun echt die Leute echt leid, die konstant so spielen müssen. Also das ist ja wirklich, das ist ja überhaupt nicht spielbar im Prinzip. Gut, die merken dieses Geruckel nicht, weil ich natürlich den Unterschied habe zwischen langsam und schnell, aber das ist ja anders lost. Oh nein. Aber guckt euch mal die FPS-Zahl an. Das kann doch nicht wahr sein. Siehst halt einfach fast nichts. Die Schüsse kommen auch nicht wirklich an. Na gut, jetzt habe ich 2 Kills gemacht, aber ganz ehrlich, Spaß macht das so auch nicht, ne? Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, also 2 Kills hin oder her, aber Spaßfaktor, naja. Ich hoffe halt echt, dass das im Livestream nicht so ist. Also mir tut, ohne Quatsch, da tun mir wirklich die
Switch-Spieler leid, die wirklich konstant mit 30 FPS spielen müssen. Das ist ja, oh Gott. Aber ich sag trotzdem danke für den ganzen Support. Und ihr seht selber, jeder Skin ist einfach eine 1 plus mit Sternchen, würde ich sagen. Und dann gehe ich auch direkt zur nächsten Deadpool-Aufgabe, zeige euch die natürlich gleich. Und in dem Sinne erstmal danke für euren Support und haut rein.